Let's go race, the channel for virtual motorsport. Servus zusammen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Video geht es um die Simtech Hydro Pedals in der Silver Edition. Das Hydraulic Pedal Set wurde mir von der Firma Simtech Simulators, welche diese Pedale herstellt, zur Verfügung gestellt. Die Simtech Hydro Pedals gehören zu den besten Pedalen, die ihr für euren Simulator kaufen könnt. Warum? Die Simtech Hydro Pedals bringen ein ultra realistisches Fahrgefühl mit Komponenten aus dem echten Motorsport an euren Simulator. Mehr dazu in diesem Video. Beginnen wir mit dem Kabel, um die Pedale mit dem PC zu verbinden. Es gibt drei verschiedene Varianten, aus denen wir auswählen können. Die erste Variante, welche ich hier auch besitze, ist für die Besitzer eines SimuCube 1 Systems. Und die zweite Variante ist für die Besitzer eines SimuCube 2 Systems. Beide Varianten kosten jeweils 100 Euro und können direkt mit dem jeweiligen System verbunden werden. Die dritte Variante ist die USB-Variante. Hier bekommt ihr ein USB-Kabel mit Leo Botner Elektronik, um die Pedale direkt über USB mit dem PC zu verbinden. Wie man bei meinem Kabel sehen kann, habe ich hier vier Adapter. Einer ist für das Gaspedal, einer für die Kupplung, einer für das Bremspedal und einer ist für die Handbremse, welche man ebenfalls bei Simtech kaufen kann. Dieser rote Adapter ist für das SimuCube-System und dieser USB ist für den PC. Zusammen mit dem Pedal bekommt ihr außerdem ein Paket mit zwei verschiedenen Gummidämpfern. Die roten und die schwarzen. Die anderen drei Versionen der Gummidämpfer könnt ihr euch zusätzlich dazu bestellen. Jede Farbe hat einen anderen Widerstand. Der Widerstand dieser Gummidämpfer wird in Shore angegeben. Von Simtech wurden mir die roten Gummidämpfer empfohlen. Diese haben einen Widerstand von 90 Shore und sind somit auch die Gummidämpfer mit dem härtesten Widerstand. Die schwarzen Gummidämpfer, welche ihr auch mit den Pedalen mitgeliefert bekommt, haben 70 Shore und sind die mit dem geringsten Widerstand. Die lila Variante hat 78 Shore, die orangene Variante hat 81 Shore und die türkisene Variante hat 88 Shore. Mit den Gummidämpfern passt ihr euer Bremspedal an. Mehr dazu aber später. Diese schwarzen Unterlegscheiben, diese seht ihr hier, diese haben keinen Einfluss auf das Bremsgefühl. Diese dienen nur als Überbrückung des Abstandes zwischen Gummidämpfern und den Muttern. An meinen Pedalen habe ich zusätzlich eine Fußablage, um den Fuß abzustellen. Diese könnt ihr zusätzlich dazu bestellen und kostet 35 Euro. Außerdem habe ich unter den Pedalen Aluminiumprofile, welche von Simtech direkt so angepasst wurden, sodass die Pedale nur noch an meinen Simulator angeschraubt werden mussten. Der Preis für die Aluminiumprofile unter den Pedalen variiert aber natürlich von Kunde zu Kunde, da jeder Kunde eine andere Anordnung der Profile unter den Pedalen benötigt. In meinem Fall hätte es 100 Euro zusätzlich gekostet. Simtech berechnet für silberne Aluminiumprofile 18 Euro pro Meter und für schwarze Aluminiumprofile 25 Euro pro Meter. Dann kommen wir jetzt zum Wichtigsten, die Pedaleinheit. Simtech nutzt für ihre Pedale die Tilton 600 Pedaleinheit. Tilton-Pedale werden weltweit in den Autos vieler Motorsportserien genutzt. Simtech nutzt also die Pedale von Tilton und baut sie für die Nutzung an Rennsimulatoren um. Wir haben hier eine Pedaleinheit mit Kupplung, Bremse und Gaspedal. Zuerst gehen wir auf die Kupplung ein. Der Widerstand der Kupplung wird über diese blaue Feder generiert. Diese Art der Federn werden hauptsächlich im Werkzeug- und Maschinenbau verwendet. Simtech bietet zwei Varianten der Federn an, die blaue Variante und die etwas leichtere grüne Variante. Auch diese ist im Lieferumfang der Pedale dabei, wenn ihr die Pedale bei Simtech bestellt. Ich kenne keine technischen Daten über die Stärke der Feder, aber ich kann sagen, die Feder ist wirklich sehr stark. Ein Vergleich für alle Fanatec Clubsport V3 Nutzer.
Die Kraft, die ihr für diese Kupplung in Kombination mit der blauen Feder aufbringen müsst, ist etwas höher als die Kraft, die ihr für eure Bremse an eurer Fahrradteil Clubsportpedalerie aufbringen müsst, wenn diese so stark wie möglich eingestellt ist. Außerdem habe ich mit Hilfe eines Geräts noch nachgemessen, wie viel Kilo man drücken muss. Dabei wurden mir etwa 22 bis 24 Kilo angezeigt, die ich aufbringen muss, um die Kupplung vollständig zu betätigen. Wenn wir den Pedalweg der Kupplung verändern möchten, müssen wir diese Schraube weiter rein oder weiter rausdrehen. Das ist der Sensor der Kupplung. Am Sensor der Kupplung können wir das Gestänge noch auf eine andere Position anschrauben. Die untere Position sorgt für eine etwas schärfere Reaktion. Dies kann man aber auch problemlos in den Simulationen einstellen. Außerdem können wir wie auch beim Bremspedal und dem Gaspedal die Platten vorne anders montieren. Die Platten können auf viele verschiedene Varianten angebracht werden. Horizontal können wir die Platten auf drei verschiedene Positionen anbringen. Da die Löcher in den Platten horizontal versetzt angebracht sind, können wir die Platten auf vier verschiedene vertikale Positionen anbringen. Somit können wir für jede Platte zwischen 12 verschiedenen Positionen wählen und uns die Platten so anpassen, wie wir es gerne möchten. Jetzt kommen wir zum Gaspedal. Beim Gaspedal wird der Widerstand über diese Feder generiert. Auch beim Gaspedal ist noch eine etwas leichtere Feder im Paket enthalten. Das Gaspedal ist das Pedal mit dem geringsten Widerstand. Hier habe ich auch wieder mit meinem Gerät nachgemessen. Dabei kam heraus, dass ich etwa 4,5 Kilo aufwenden muss, um das Gaspedal vollständig mit dieser Feder durchzudrücken. Am Sensor des Gaspedals haben wir ebenfalls wie bei der Kupplung die Möglichkeit, das Gestänge noch auf eine andere Position anzuschrauben. Die untere Position sorgt auch hier für eine etwas schärfere Reaktion.
Dies kann man aber auch wie bei der Kupplung problemlos in den Simulationen einstellen. Am Gaspedal können wir den Pedalweg sogar in zwei Richtungen anpassen. Über diese Schraube können wir festlegen, wie weit wir das Gaspedal drücken können. Wenn wir diese Schraube weiter nach oben drehen, können wir das Gaspedal weiter durchdrücken. Und wenn wir die Schraube weiter nach unten drehen, können wir das Gaspedal nicht mehr so weit durchdrücken. Denn diese Schraube drückt auf diese Fläche. Über diese Schraube legen wir fest, wie weit das Gaspedal zurückkommen soll, wenn wir das Gaspedal nicht betätigen. Wenn wir diese Schraube also weiter nach oben drehen, kommt das Gaspedal etwas näher zum Fahrer. Und wenn wir diese Schraube weiter nach unten drehen, etwas weiter weg vom Fahrer. Denn diese Schraube drückt auf die Fläche hier am Gaspedal. Nun kommen wir zum Bremspedal. Das Bremspedal ist mit einer Hydraulikeinheit und Gummidämpfern ausgestattet, um eine so realistisch wie mögliche Bremskraft und ein realistisches Bremsgefühl zu bieten. Da das Bremspedal ein Bremspedal aus einem echten Rennauto simulieren soll, muss das Bremspedal sehr hohe Kräfte generieren können. Denn die Kraft, die man in einem Rennauto auf das Bremspedal ausüben muss, ist nicht zu vergleichen mit einem Straßenauto. Die Spezifikationen an unserem Bremspedal-Drucksensor sind folgende. Wir haben an dem Bremspedal einen Druckbereich von 140 bar. Der maximale Druck, der generiert werden kann, liegt bei 180 bar. Dies entspricht 140 kilo an unserem Bremspedal, wenn wir die volle Kraft ausnutzen. Ich muss zugeben, ich schaffe keine 140 kilo. Aber das muss ich auch nicht. Denn wir können den Bereich, den wir nutzen möchten, bzw. können in der Software, welche wir nutzen, einstellen. Um uns das Bremsgefühl noch weiter anzupassen, so wie wir es möchten, nutzen wir die Gummidämpfer. Gummidämpfer mit einem hohen Widerstand führen zu einem etwas härter abgestimmten Bremspedal. Und Gummidämpfer mit einem geringen Widerstand führen zu einem weicher abgestimmten Bremspedal. Die verschiedenen Gummidämpfer, die uns zur Verfügung stehen, hatte ich schon am Anfang des Videos gezeigt. Wir haben mit der roten 90 Joule Variante und der schwarzen 70 Joule Variante einen Bereich von 20 Joule, mit dem wir uns das Bremspedal abstimmen können. Und nach einigen Testfahrten mit den unterschiedlichen Versionen kann ich berichten, dass der Unterschied zwischen der roten und der schwarzen Variante deutlich zu spüren ist. Mit der roten Variante müssen wir schon sehr früh viel Kraft aufwenden, hingegen wir mit der schwarzen Version am Anfang weniger Kraft aufbringen müssen, welcher sich dann sukzessive steigert. Bei der roten 90 Joule Version erreichen wir die maximale Kraft, die wir persönlich schaffen, also auch früher als mit der schwarzen Version. Da sich der Kraftaufwand, den wir aufbringen müssen, mit der schwarzen 70 Joule Version langsam erhöht, hat sich somit auch der Pedalweg, den ich persönlich schaffe, bei mir verlängert. Aber auch eine Nutzung von zwei unterschiedlichen Gummidämpfern ist möglich. Durch die Verwendung eines Gummidämpfers mit einem geringen Widerstand zusammen mit einem Gummidämpfer mit einem hohen Widerstand müssen wir anfangs wenig drücken, da sich der Gummidämpfer mit dem geringen Widerstand mehr zusammendrückt als der Gummidämpfer mit dem hohen Widerstand. Wie sich der nötige Kraftaufwand dann erhöht, wenn auch der Gummidämpfer mit dem hohen Widerstand mehr Einfluss auf den nötigen Kraftaufwand hat. Somit bekommen wir nochmals eine andere mögliche Variante, um uns das Bremspedal anzupassen. Da auch viele Profi-Rennfahrer diese Pedale nutzen, habe ich bei Simpec noch einmal nachgefragt nach der Konfiguration vom Profi-Rennfahrer Calvin van der Linde. Dieser nutzt bei seinen Simpec Hydro Pedals eine Konfiguration mit einem roten und einem lila Gummidämpfer. Also eine Konfiguration mit einem leichten 78 Joule und einem starken 90 Joule Gummidämpfer. Mir persönlich gefällt aber die Konfiguration mit einem einzelnen roten 90 Joule Gummidämpfer momentan am besten. Jetzt zeige ich euch noch, wie ihr die Gummidämpfer wechselt. Zuerst lösen wir die obere der beiden Muttern und dann drehen wir beide Muttern herunter.
Danach ziehen wir die schwarzen Unterlegscheiben von der Stange, welche zur Überbrückung bis zum Gewinde hier oben sind. Und schon können wir die Gummidämpfer wechseln. Wenn wir die Entfernung bzw. die Position zu unserem Bremspedal verändern möchten, müssen wir an diesen beiden Muttern drehen. In diese Richtung müssen wir drehen, um das Pedal etwas näher zum Fahrer zu bringen, und die andere Richtung, wenn wir das Pedal etwas weiter weg haben möchten. Da die Pedale aber so, wie sie geliefert werden, sehr gut eingestellt sind, habe ich dort auch nichts geändert. Aber wir könnten es ändern, wenn wir wollen. Jetzt schließen wir noch das Kabel an die Pedale an und dann gehen wir an den Simulator und ich zeige euch, wie ihr die Pedale mit der SimuCube Software konfiguriert. Die Pedale habe ich mit meinem System verbunden.
Den SimuCube-Stecker habe ich in die obere X11-Buchse meines SimuCube-Systems gesteckt und den USB habe ich mit meinem PC verbunden. An meinem Bildschirm habe ich schon das SimuCube Configuration Tool geöffnet. Im SimuCube Configuration Tool ist bisher nur mein DialDrive-System konfiguriert. Und jetzt konfigurieren wir dort auch unsere Pedale. Zuerst klicken wir auf den Tab Hardware Setup. Dann klicken wir auf Configure Analog Inputs. Danach öffnet sich dieses Fenster. Hier weisen wir den Pedalen die richtige Funktion zu. Da wir die Pedale in die obere X11-Buchse gesteckt haben, wählen wir hier auch die obere X11-Buchse aus. Beim Gaspedal und der Kupplung müssen wir noch ein Häkchen bei Invert machen. Jetzt schauen wir uns unsere Werte an. Beginnen wir mit der Bremse. Bei Dead Zone Low geben wir an, ab welchem Punkt die Bremse reagieren soll. Dazu schauen wir auf diesen Wert. Jetzt legen wir den Fuß so hin, wie er liegen würde, wenn wir fahren. Wenn ihr kurz auf die Pedale schaut, dort seht ihr, dass wir am Anfang einen kleinen Bereich haben, in dem wir keinen Widerstand haben. Das ist bei solchen Pedalen normal. Wenn ich die Bremse jetzt konfiguriere, lege ich meinen Fuß leicht auf die Bremse, sodass wir den Bereich ohne Widerstand überbrücken. Jetzt sehen wir in der Software einen Wert von knapp unter 14.000. Unseren gewünschten Wert schreiben wir bei Dead Zone Low. Bei Dead Zone High legt ihr fest, wie viel Kraft ihr nutzen möchtet. Eine hohe Nummer bedeutet weniger Kraft und eine niedrige Nummer bedeutet viel Kraft, welche ihr aufbringen müsst. Desto geringer die Zahl, desto mehr Kraft müsst ihr beim Drücken aufbringen. Zuerst versuche ich es mit 17.000. Wie ihr seht, schaffe ich mit der Kraft, die ich nutzen möchte, keine 100%. Also muss ich den Wert erhöhen. Ich habe schon einige verschiedene Einstellungen getestet und bin mit 26.000 am besten klargekommen. Jetzt machen wir das gleiche mit dem Gaspedal und der Kupplung. Ich empfehle euch, den Wert immer etwas höher einzustellen als der Wert, den ihr bei Raw Value seht. Wir sehen beim Gaspedal etwa 15.100. Ich nutze aber 15.200. Dann drücke ich das Pedal durch, um den Dead Zone High Wert zu ermitteln.
Ab 36.900 erreichten wir die 100% mit durchgedrücktem Pedal. Auch diesen Wert mache ich etwas höher. Ich nutze 37.000. Das gleiche mache ich jetzt auch bei der Kupplung. Danach auf OK. Und dann auf Save Settings to SimuCube. Anhand des folgenden Videos zeige ich euch noch die Unterschiede der verschiedenen Gummidämpfer. Die Pedale haben wir jetzt auch in unserer Software konfiguriert und wir können die Pedale in unseren Simulationen nutzen. Jetzt blende ich euch noch ein paar Bilder ein, damit ihr mal seht, wie die Pedale ohne Fußablage und ohne Profile unter den Pedalen aussehen. Währenddessen gehe ich noch auf die Kosten der Pedale ein. Ich habe hier die SimTech Hydraulic Pedals in der Silver Edition. Diese kosten 2.286,90 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Darin enthalten sind die Pedale, beide Varianten der Federn für die Kupplung, ein Satz roter 90 Shore und ein Satz schwarzer 70 Shore Gummidämpfer und für das Gaspedal bekommt ihr auch zwei verschiedene Varianten an Federn. Zusätzlich müsst ihr noch das Kabel kaufen, welches ihr für euer System benötigt. Je nach Version bezahlt ihr 80 oder 100 Euro. Wenn ihr auch eine Fußablage so wie ich haben möchtet, könnt ihr diese für 35 Euro dazu bestellen. Auch die Profile unter den Pedalen könnt ihr euch direkt bei SimTech anfertigen lassen. Dort variieren die Preise allerdings je nach Anforderung eures Simulators. Bei mir hätte es 100 Euro zusätzlich gekostet. Wenn ihr noch weitere Varianten der Gummidämpfer haben wollt, müsst ihr pro Farbe bzw. pro Shore-Variante 20 Euro zusätzlich bezahlen. Darin enthalten sind dann zwei Gummidämpfer einer Variante. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn noch weitere Fragen zu den Pedalen sein sollten, könnt ihr diese in den Kommentaren stellen und ich werde sie so schnell wie möglich beantworten. Jetzt fahren wir noch ein paar Runden auf den Nürburgring, um euch die Pedale noch in Rennaction zu zeigen. Während der Fahrt komme ich jetzt noch zu meinem abschließenden Fazit. Die Qualität der Pedale ist wirklich hervorragend und wahrscheinlich auch das Beste, was man sich für seinen Simulator kaufen kann.
Für einen Preis von über 2000 Euro erwarte ich aber auch eine solche Qualität. Und ich finde, die Qualität wird dem Preis auch gerecht. Besonders die Tilton 600 Pedale, die eigentlich für den realen Motorsport genutzt werden, haben mich sehr beeindruckt. Aber auch die Sensoren, die Federn und die Hydraulikeinheit haben einen sehr hohen Qualitätsstandard. Außerdem haben wir viele Verstellmöglichkeiten, um uns unsere Pedale so anzupassen, wie wir sie gerne hätten. Als ich vor 2 Jahren zum ersten Mal die Hydro Pedals von Simtek getestet hatte, war ich schon damals begeistert von den Pedalen und bin es auch immer noch. Wer von eher günstigen Pedalen wie den Fanatec Club Sportpedalen kommt, wird nicht nur ein besseres Fahrgefühl damit haben, sondern muss auch meiner Meinung nach seine Art zu bremsen komplett umstellen. Die Bremsen der Fanatec Pedale sind eher leicht und man kann sie ohne Probleme durchdrücken. Bei der Simtek Bremse muss man hingegen deutlich mehr Kraft aufbringen, um zu bremsen. Wenn ich also auf eine Kurve zufahre und mit einem bestimmten Druck bremsen möchte, arbeite ich bei der Fanatec Bremse eher mit der Position der Bremse, die ich dann genau treffen muss. Bei der Simtek Bremse merke ich mir nicht die Position, sondern merke mir, wie viel Kraft ich aufbringen muss, um einen bestimmten Bremsdruck zu erreichen. Das ist meiner Meinung nach viel einfacher und macht uns auch als Fahrer besser. In den Rennen, die ich bisher mit den Simtek Pedalen gefahren habe, habe ich gemerkt, dass ich viel konstanter fahren kann, da ich mich mit dieser Bremstechnik weniger verbremse. Im Vergleich zu anderen Pedalen, welche auch eine hydraulische Bremse haben, muss ich sagen, dass mir das Bremsen mit diesen Pedalen deutlich besser gefällt. Die Bremse fühlt sich einfach weicher an als andere hydraulische Bremssysteme von anderen Herstellern. Auch die Kupplung und das Gaspedal sind sehr gelungen und ich komme sehr gut damit klar. Für alle, die an ihrem Simulator das bestmögliche Fahrgefühl und auch ein realistisches Fahrgefühl haben möchten, kann ich diese Pedale nur empfehlen. Wenn die Pedale euer Interesse geweckt haben, den Link zu den Pedalen findet ihr in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal, euer Let's Go Race.